machen heute immer zu zweit in Familien, um auch mal den Alltag einer senegalesischen Familie mitzukriegen. Ich war mit Annalena in einer Familie, und zwar in der von Omar. Es war sehr interessant, wir haben mit denen zusammen Essen gekocht. Uns wurde nochmal genau gezeigt, wie man Ataya macht. Wir haben ein bisschen senegalesische Musik nochmal kennengelernt. Omars Frau, Hadi, setzt sich sehr für behinderte Frauen ein und dazu haben wir sie viel interviewt. Zwischendurch waren wir dann nochmal bei einer anderen behinderten Frau, die selber zwei Kinder hat, einen Mann hat, mit dem sie sehr glücklich ist. Also im Gesamten war es ein sehr entspannter und interessanter Tag, weil alle auch so locker mit uns umgegangen sind. Anna und ich waren heute auch in einer Familie, und zwar von Kudir. Das ist eine Frau, die hat seit ihrer Geburt eine Behinderung. Und dann haben wir mitgeholfen, das Essen zu machen und zu putzen. Allerdings war es dann irgendwann ein bisschen schwierig, weil nur eine Frau Französisch konnte und die anderen alle nur Wolof. Dann wurde es irgendwann auch sehr anstrengend, weil die von uns Geld verlangt haben, um Kudir zu helfen. In der Familie konnten wir halt sehr gut die Unterschiede zwischen Mann und Frau nochmal erkennen, weil der Mann saß die ganze Zeit nur da und die Frauen haben wirklich den ganzen Tag gearbeitet. Also irgendwann haben wir uns dann auch nicht mehr ganz so wohl gefühlt, weil wir immer im Hinterkopf hatten, die wollen nur Geld von uns. Und deshalb war die Situation dann zwischendurch ein bisschen unentspannt. Ich bin froh, dass wir das alles mal so miterleben durften.